Gekrümmte Oberflächen erfordern eine Druckdifferenz. Wie kann es zur Krümmung einer Oberfläche kommen? Ein Grund kann der sogenannte Randwinkel sein. Wenn wir einen Flüssigkeitstropfen auf einer ebenen Oberfläche betrachten, dann haben wir damit drei Phasen in Kontakt. Jede der drei Grenzflächen versucht sich zu minimieren. Das bedeutet, das System sucht eine Oberflächenenergie, die optimal, in der Regel minimal ist. Die Oberflächenspannung des Feststoffes wirkt in die schwarz gezeichnete Richtung. Die Grenzflächenspannung zwischen Flüssigkeit und Feststoff wirkt in die rot gezeichnete Richtung und die Oberflächenspannung der Flüssigkeit wirkt in die blau gezeichnete Richtung. Jeder dieser drei Oberflächenkräfte sucht den Randpunkt in eine andere Richtung zu verschieben, bis sich schließlich ein Gleichgewicht einstellt. Im Kräftegleichgewicht gilt Cosinus Theta gleich Gamma S minus Gamma LS durch Gamma L. Das ist die Young'sche Gleichung. Man spricht von Nichtbenetzung, wenn der Randwinkel Theta größer als 90 Grad ist. Beispielsweise zeigen Wasser auf Paraffin oder Quecksilber auf Glas Nichtbenetzung. Bei einem Randwinkel kleiner als 90 Grad sprechen wir von Benetzung. Die Tabelle zeigt einige Beispiele von Benetzung. Bei einem Randwinkel von 0 Grad ist die Benetzung sozusagen komplett und man spricht von Spreitung. Das bekannteste Beispiel hierfür ist Wasser auf Glas. Wenn wir bei sonst gleichen Faktoren die Oberflächenspannung Gamma der Flüssigkeit immer kleiner werden lassen, wird die Benetzung immer besser und irgendwann spreitet die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit, bei der dies passiert, besitzt nach Zismen die sogenannte kritische Oberflächenspannung Gamma C. Zur Bestimmung der kritischen Oberflächenspannung kann man beispielsweise verschiedene Testtinten mit der Oberfläche in Kontakt bringen. Solange sich die Tinte zu kugelförmigen Tröpfchen zusammenzieht, haben wir eine Benetzung mit einem Randwinkel größer als 0 Grad und den kritischen Wert noch nicht erreicht. Wir wiederholen das Experiment mit Testtinten mit immer niedrigerer Oberflächenspannung und finden schließlich eine Tinte, die spreitet, sodass wir damit Gamma C ermittelt haben. Gamma C ist ein Merkmal einer Festkörperoberfläche, die beispielsweise für die Beschriftbarkeit wichtig ist. Die Zismentheorie ist eine Einparametertheorie und gut für energiearme, unpolare Oberflächen anwendbar. Zismen quantifiziert die Festkörperoberflächenenergie mit der höchsten Oberflächenspannung der Flüssigkeit, welche die Oberfläche vollständig benetzt. Eine weitere übliche Methode zur Bestimmung der kritischen Oberflächenspannung besteht darin, dass man experimentell mehrere Kontaktwinkel von Flüssigkeiten ermittelt und dann Cosinus Theta als Funktion der Oberflächenspannung grafisch aufträgt. Man bestimmt dann den Schnittpunkt der Trendlinie mit der horizontalen Cosinus Theta gleich 1 und erhält mit diesem Zismenplot die kritische Oberflächenspannung. Der Randwinkel Theta, der sich zwischen einem Feststoff und einer Flüssigkeit ausbildet, hat zur Folge, dass sich die Flüssigkeitsoberfläche unter bestimmten Bedingungen krümmt. Vor allem dann, wenn wir zwei Festkörperoberflächen in engem Abstand vorliegen haben, wie bei einer Kapillare. Wasser in einer Kapillare aus Glas ist hier dargestellt. Aufgrund des Randwinkels, der deutlich kleiner ist als 90 Grad, muss sich die Wasseroberfläche innerhalb der Kapillare krümmen. Die Krümmung ist auf der Wasserseite konvex und nach oben auf der Luftseite konkav. Jede Krümmung erfordert eine Druckdifferenz, damit unten ein geringerer Druck als oben herrscht, muss die Flüssigkeit in der Kapillare nach oben steigen, um einen hydrostatischen Unterdruck zu erzeugen. Quecksilber auf Glas zeigt einen Randwinkel von über 90 Grad. Wieder tritt der Randwinkel in geringem Abstand innerhalb einer Kapillare auf. Hier krümmt sich die Oberfläche nach unten konkav. Die Flüssigkeit sinkt so lange in der Kapillare nach unten, bis der hydrostatische Überdruck
dem Laplace'schen Krümmungsdruck entspricht. Bei der Kapillarität ist zu unterscheiden zwischen dem Radius der gekrümmten Oberfläche klein r, in rot gezeichnet, und dem Radius der Kapillare groß R, in grün gezeichnet. Der geometrische Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen ist wie folgt: R Kapillare geteilt durch R Oberfläche gleich Cosinus Kontaktwinkel. In der Laplace'schen Gleichung steht der Krümmungsradius der Oberfläche. Im Gleichgewicht ist der Krümmungsdruck gleich dem hydrostatischen Druck und wir erhalten diese Gleichung für die Steighöhe von Flüssigkeiten in Kapillaren. Benetzende Flüssigkeiten steigen in Kapillaren nach oben, Kapillarastension, H ist hier positiv. Nicht benetzende Flüssigkeiten, wie Quecksilber auf Glas, werden aus Kapillaren herausgedrückt. Bei einem Kapillarradius von 1 mm haben wir in Wasser einen Krümmungsdruck von 291 Pascal. Wir benötigen also diesen Unterdruck auf der konvexen Seite der Wasserphase. Das System erzeugt diesen Unterdruck hydrostatisch, indem das Wasser um 3 cm nach oben steigt. Der Krümmungsdruck ist auch wichtig für Flüssigkeitsbrücken zwischen zwei Feststoffoberflächen, zum Beispiel zwei Partikeln. Eine nicht benetzende Flüssigkeit zwischen zwei Partikeln erzeugt eine abstoßende Kraft. Die Krümmung auf der Flüssigkeitsseite ist konkav, hier muss sich ein höherer Druck einstellen. Bei Annäherung der Partikel wird der Krümmungsradius kleiner, damit steigt der Druck und damit auch die Kraft. Wasser bildet fast immer Flüssigkeitsbrücken in dieser Art und Weise aus, zum Beispiel zwischen zwei Glasplatten. Die Flüssigkeit benetzt die Partikel, je geringer der Abstand, desto kleiner wird der Radius, desto größer wird der Unterdruck, der Sog in der konvex gekrümmten Flüssigkeit. In diesem Fall wirkt die Flüssigkeit wie eine Art Klebstoff zwischen den Partikeln. Wenn wir Quecksilber in kleine Poren bewegen wollen, dann geht das nicht ohne Überdruck. Je kleiner die Poren, desto größer der Überdruck. Zum Füllen einer 1 Mikrometer Pore benötigen wir 7,4 bar, zum Füllen einer 0,1 Mikrometer Pore benötigen wir schon 74 bar. Die Messung des Druckverlaufs bei der Quecksilberpenetration nennt man Porosymmetrie. Mit dieser Porosymmetrie ermittelt man Größe und Anzahl der Poren in einer Substanz. Wir fassen zusammen. Bei Kontakt von drei Phasen kommt es zur Ausbildung eines Randwinkels, mathematisch beschrieben durch die Young'sche Gleichung. Wir unterscheiden drei Fälle: Nichtbenetzung, Benetzung und Spreitung. Aufgrund des Randwinkels kann es zur Krümmung von Oberflächen kommen. Der daraus resultierende Krümmungsdruck ist die Ursache für die Kapillarität und die Flüssigkeitsbrücken. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.